Initially, of course, I just took pictures because I wanted to be amongst musicians. I felt that was a more interesting world than where I grew up. And it was only then that I thought, oh, that's great. If I want to be close to music, I should take pictures. Wann wird Fotografie Kunst, ist eine Frage, die mich immer schon interessiert hat. Und die selten gestellt wird. Und ich will eben darüber mal nachdenken und Leute dazu anregen, darüber nachzudenken. A Somebody ist die freie Arbeit par excellence. So these pictures deal with that obsession I had with music, at the same time with the Christian spirit, especially at home, in the obsession with life after death. Er hat einerseits seine eigene Obsession mit der Musik untersuchen wollen, was ist das eigentlich, wo kommt das her? Und dann auch die Obsession seiner Eltern, sein Vater war calvinistischer Pastor in Strain, mit dem Leben nach dem Tod. Und in einer gewissen Weise ist er dieser Nähe des Todes dann in seinem Berufsleben immer wieder begegnet, wenn Musiker, die er fotografiert hat, gestorben sind. So, I then brought the world I inhabited now back into my old world. Im Erdgeschoss in der Ausstellung haben wir Fotos ausgestellt, die in erster Instanz entstanden sind als kommerzielle Aufträge, die hier nicht nach Serien geordnet sind in der Ausstellung, sondern die mehr gemischt sind, um eben die Bildsprache, die sehr spezifische Bildsprache von Anton Corbijn hervortreten zu lassen. Nicht das, was abgebildet ist, sondern wie er es macht. You know, in my photography, I always travel to meet people. So there's, for me, always a lot connected to photographing somebody with a journey and people's environment. And I spend time with really interesting people, and you know, hopefully, spiritually, I'll gain something from that. And hopefully, you know, you become more a learned person because of that.